Hallo, liebe Fliegerbinder, mein Name ist Christian Kugelmeister. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, um eine Klemme zu entwickeln, die für sämtliche Praxisanwendungen und zum Verarbeiten von verschiedensten Materialien geeignet ist. Das Ergebnis sehen Sie hier, die SwissCTC Multiclamp. Diese Klemme ist aus hochfestem, rostfreiem Material. Die Oberfläche wurde blendfrei bearbeitet. Jede Klammer ist durch die fortlaufende Nummer in der Produktion gekennzeichnet und somit ein Unikat. Klemmbacken hat in 5 mm Rastungen ein Lineal angebracht, um das Material, das Sie verarbeiten, immer in derselben Menge in die Dubbingschlaufe bringen können. Die Backen sind in absoluter Präzision mit einem hohen Klemmdruck parallel gefertigt. Somit sind Sie mit dieser SwissCTC Multiclamp gerüstet, sämtliche Bindematerialien zu verarbeiten. Der Klemmbereich wurde offen gehalten, um die eingeklemmten Materialien noch zu verarbeiten oder in der Länge zurechtzuziehen. Wenn wir Reha in die Dubbingschlaufe bringen wollen, in größeren Mengen, ist das oftmals ein Problem. Mit dieser spitz zugeformten Klemme können wir direkt ins Reha fahren und unsere gewünschte Portion direkt aus dem Fell aufnehmen. Das Material können wir jetzt noch durch den offenen Klemmbereich in der Länge zurechtziehen, vorne natürlich in der Länge zurechtschneiden und so jetzt über die gesamte Klemmbreite in die Dubbingschlaufe bringen. Auch für andere Materialien wie Gamsa ist diese Klemme sehr gut geeignet. Durch den spitzigen Bereich waren sie einfach ins Material, nehmen dieses auf, schneiden das ab ziehen das Material in der Länge zurecht und können dies nun direkt in die Dubbingschlaufe bringen. Wie schon erwähnt, ist das Lineal sehr gut geeignet, um immer dieselbe Menge einzubringen. Nicht nur für natürliche Haare, auch für Kunsthaar, Fake-Fur und dergleichen ist die Klemme sehr gut geeignet. Hier sind Fliegenbinder angesprochen, die zum Streamerbinden sehr viel künstliches Haarmaterial in die Schlaufe bringen müssen. Sie fahren wieder direkt ins Fell, nehmen das Material auf die andere Seite, schneiden das ab, ziehen das Material in der Länge zurecht und bringen Ihre Portion Craft oder Fake Fur direkt in die Dubbingschlaufe. Natürlich ist die Klemme auch zum Verarbeiten, zum klassischen Verarbeiten von CDCs sehr gut herzunehmen.
Sie nehmen zum Beispiel zwei Federn, klemmen diese ein und schneiden den Federkiel weg. Dieses Material, dieses CDC, ist in dieser Form so ganz einfach in Ihre Diving-Schlaufe zu bringen. Möchten Sie diese Fibern gebündelt als Flügel einbinden, so nehmen Sie die Klemme einfach her, zwischen Daumen und Zeigefinger. Unten bringen Sie Ihren Ringfinger an, drücken jetzt mit Daumen und Zeigefinger die Klemme leicht auseinander und bündeln ohne anderes Werkzeug das Material einfach nach unten. So haben Sie das ganze Material gebündelt und dieses kann nun als Flügel weiterverarbeitet werden. Problematisch wird die Verarbeitung von gröberen Dubbing-Materialien, die in die Schlaufe gebracht werden müssen. Wie hier zum Beispiel Argentinien her oder Arctic Fur oder anderen gröberen Materialien, die Sie kennen. Nehmen Sie hierzu einfach etwas Material aus der Packung und streuen dieses einfach auf Ihrem Bindetisch. Diese bisher noch nicht bekannte Verarbeitungsweise können Sie mit der Swiss CDC Multiclamp sehr leicht durchführen. Sie nehmen bedingt durch den kleinen Radius an den Klemmkanten die Klemme her, benutzen diese wie ein Besen und können somit das Material mit geöffneter Klemme aufnehmen. In dieser Art und Weise können Sie mehr oder weniger oder auch sehr viel Dubbing-Material in die Schlaufe bringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Swiss CDC Multiclamp.